Hallo, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum 22. Dezember, kurz vor Weihnachten. Ich habe jetzt heute mal noch ein paar Sachen rausgeholt, weil ich ja noch dekorieren möchte. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ach, guck mal, was wir hier alles noch haben. Ach du Schreck. Ach, du ahnst es nicht. Ich habe von diesen Folien ganz viele gehabt. Ich weiß nur leider nicht, wo sie sind. Ich hoffe, ich finde sie jetzt wieder. Ich weiß, dass ich sie in grün habe. Ah, ich habe zu früh gemeckert. Ich habe sie schon. Seht ihr, so unordentlich ist es gar nicht. Wisst ihr, diese ganzen Epoxy-Sticker und diesen ganzen Mist, den man da alles aufgeholt hat. Diese Epoxy-Sticker, da habe ich tausende von noch. Alle nicht benutzt. Man braucht sie nicht. Hier geht es immer weiter. Epoxy-Sticker-Cakes und egal. Wir machen das zu. Wir haben das, was wir suchten, bekommen. Diese ganzen Rubbeldinger. Ja, das waren immer Beigaben bei La Blanche, diese Rubbeldinger speziell. So, passt auf. Den Karton können wir schon mal wegtun. Das ist schon mal schön. Also habe ich es doch wieder gefunden noch. Wo dieses... Gut. Dann habe ich hier noch alles Mögliche an schönen kleinen Sachen drin, die ich vielleicht auch noch verwenden möchte. So Karten, die man vielleicht mit einlegen könnte. Guck mal, hier sind noch alte, noch Papier. Ich hatte hier so schöne, etwas größere Sachen. Die können wir doch mal mit einlegen, auch zum Teil, oder? Warte ich mal ganz kurz. Upsala. Ich weiß nicht, ob ich da alle noch doppelt und dreifach habe. Ich muss wirklich mal, die hatte ich alle mal doppelt und dreifach. Ich kann euch allerdings jetzt nicht sagen, ob das noch der Fall ist. Den Vogel hatte ich schon. The Little Town of Bethlehem, 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 Bethlehem. Ich weiß es nicht. Sehen für mich alle verschieden aus, jetzt gerade hier, egal. Habe ich da noch mehr von? Ne, ich habe noch so kleine. Dann habe ich noch ganz, ganz kleine. Okay. Wie machen wir das? Ich nehme das mal raus, ganz kurz, so. Und lehne das mal oben hin. So, das wäre schon mal der erste Streich. Jetzt wollen wir mal gucken, ob hier drunter. Da sind nämlich alles noch Sachen, die ich eigentlich irgendwie verwenden wollte. Hier, diese Karten sind auch sehr, sehr schön. Vielleicht, ach, wisst ihr was? Lila passt dieses Jahr gar nicht. Aber ich habe noch diese Bubbles. Die lasse ich auch mal raus. Bubbles. Ja, ich hatte mir extra diese Hirsche bestellt. Ihr wisst es ja. Und die lassen sich überhaupt nicht aufrubbeln. Also ich habe schon Tipps und Tricks und Tipps bekommen. Aber es funktioniert trotzdem nicht. Ich weiß nicht, warum das jetzt so blöd ist. Okay, dann lassen wir es so. Frohe Weihnachten. Das war Werbung. Das sind so Pop-Up-Karten. Die finde ich immer süß. Ich glaube, die nehme ich noch mit rein dieses Jahr. Pop-up ist immer zu groß. Was ist da drin? Das ist nur so. Das ist ja schön, möchte ich auch mit reinnehmen. Das ist nochmal ausgestanzt. Brauche ich jetzt. Ah, seht ihr, guck mal, da ist das grüne Band, das ich gesucht hatte. Okay, hier haben wir noch ein bisschen Papier. Gucken wir mal. Ach, diese blöden Karten, die man da bei La Blanche dieses Auf- und Zugemache. Ich habe da persönlich, ich kann sie nirgendwo gebrauchen. Ist ja auch wieder so eine Sache, die man gekauft hat und man muss es haben. So, hier habe ich ganz, ganz viele schöne Sachen. Bäume und so Sachen. Und Sprüche, leise rieselt der Schnee, ein paar Kinder. Und dann habe ich hier noch ganz viele schöne Sachen. Aber ich glaube, guck mal, der ist toll, oder? Warte mal, der ist richtig schön. Können wir das nicht? Und so goldene Swirls brauche ich überhaupt. Und eine Kutsche habe ich hier. Boah, die sind wirklich sehr, sehr schön, diese Sachen. Kutsche habe ich zweimal. Das Gold finde ich, da habe ich noch irgendwas mit dem, warte mal, mit dem Schaukelpferd. Und mal gucken, da sind schöne Sachen dabei. So, das nehmen wir uns jetzt mal raus zum Dekorieren. Müssen wir halt nur gucken, dass wir irgendwie alles ein bisschen auf die Seite stellen und trotzdem das irgendwie erreichen können hinterher.
nicht ganz so einfach hier. Das Band habe ich gesucht. Das hatte ich irgendwie geschenkt bekommen, auch von La Blanche. Ja, da können wir doch bestimmt noch mitarbeiten, denke ich mal. Dann habe ich noch die schönen Karten jetzt gefunden. Diese Karten gefunden. So, okay. Ich habe wieder wirklich, muss man die Ärmel hochkrempeln. Ich habe wirklich zu viel Zeug und zu wenig Platz. Das ist immer das gleiche Problem bei Petra. Ja, das möchte ich unbedingt noch irgendwo mit reinlegen. Wobei, wisst ihr was? Das schneide ich mal kurz. Wenn ich das jetzt wieder reiße, dann kenne ich mein Glück und ich reiße es irgendwie ab, dass es blöd aussieht. Schneide ich es gerade. Wunderbar. Haben wir wieder eine Karte, mit der wir irgendwas machen können. Finde ich wirklich hübsch. Dann schneiden wir uns die auch gleich aus. Die brauchen wir nämlich auch nicht als Klappkarte. Okay. Da haben wir noch einen. Entschuldigung, es ist so kalt hier. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Ich habe den Ofen zwar an, aber es ist trotzdem kalt. So. Die möchte ich heute unbedingt. Heute geht es wirklich um so ein paar nette Kleinigkeiten. Guck mal, hier haben wir Engel, hier haben wir noch diese Bubbles, habe ich noch, diese Kugeln. Die möchte ich auch verwenden auf irgendeine Art und Weise. Können wir das irgendwie mal so machen? Vielleicht die Tasse mal davor stellen, so, damit nicht alles wieder reinrutscht. Hier habe ich also noch wieder Folien. Kriege ich die irgendwie auf und mal gucken, ja, schaffe ich. Die schon mal auspacken. Ja, ich hoffe, dass ich die jetzt besser abdrucken kann. Ich wollte da an ein, also jetzt nicht unbedingt Silber. Ich weiß nicht, wie das passt. Wollen wir mal schauen, was wir in dieser Tüte so haben. Das ist Ostern. Okay. Hier sind Rub-Ons. Und da drunter ist auch Rub-Ons. Ja, okay. Das legen wir gerade mal so. Ich muss das jetzt gerade auseinander sortieren, was ich hier alles habe. Süße Schmetterlinge. Das brauche ich jetzt hier auch nicht Buchstaben. Aber hier, jetzt kommt's. Das ist sehr, sehr hübsch. Brauche ich jetzt hier auch nicht. Das kann ich gebrauchen. Das ist sehr, sehr schön hier mit diesen Vögeln. Brauchen wir aber im Moment alles nicht. Alles nicht. Das kommt schon mal wieder in diese Tüte rein. Guck mal, wir haben so ein Kupfer. Ist das Gold oder Kupfer? Es scheint gerade das Licht rein, dass ich es nicht sagen kann. Das habe ich zweimal. Das habe ich zweimal. Dann können wir eins wieder hier mit reintun. Ja, hier habe ich auch zweimal. Dann legen wir das komplette wieder rein. Wir sind ja sparsamst unterwegs. Ja, Silber ist jetzt nicht so prickelnd im Moment. Das lege ich trotzdem mal ganz kurz zur Seite. Okay. Wir haben also jetzt drei, mit denen wir gerne was machen würden. Und noch eine schöne Karte haben wir auch. Wir lassen das so, wie es ist hier gerade und schieben es mal rüber und fangen mal vorne an. Einen Moment. Ja. Haben wir jetzt hier irgendwas, was wir hier mit draufkleben können? Oh, ich muss mal ganz kurz eben die Hände warm machen. Ich habe schon auf groß stehen, aber irgendwie, oh, meine Güte, ist das heute Morgen kalt. Geht durch Mark und Bein die Kälte, sage ich euch, ehrlich. Ich hatte doch hier mit Kindern was. Vielleicht können wir irgendwie so, guck mal hier. Sieht das aus? Also hier haben wir Kinder. Engel haben wir, Nikolaus haben wir. Schlittschuhe habe ich hier. Guck mal, die könnte man hier noch so runterhängen lassen irgendwo. Hund habe ich auch, wie süß. Und Kinder noch mehr. Boah, ich kann es kaum greifen, so kalt ist es. Donnerwetter, hier habe ich das noch. Schriften. Ist nicht so praktisch, die Aufbewahrung. Ja, ich werde deswegen aber jetzt die Aufbewahrung nicht ändern. Nein, ich werde es nicht ändern. Nein, nein, nein. Ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, müsste ich irgendwo noch fröhliche Weihnachten, habe ich hier tausendmal, frohe Weihnacht, Weihnachtsgrüße, keine Ahnung, Merry Christmas, Kinder, 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 Kinder und Nikolaus,
Noch mehr Figuren. Ich will versuchen, die Figuren mal eben zu separieren. Weil ich habe hier, glaube ich, schon zwei Sätze oder drei ineinander geschmissen, weil dann bleibt hier was übrig und da was übrig. Ihr kennt das ja, ne? Das ist dann halt so. Okay, den kann ich auf den Deckel geben. Ich glaube, ich hänge einfach hier die Schlittschuhe so dran. Ja, seht ihr mal. Da brauchen wir gar nicht so viel Theater machen. Den Kleber mal eben wieder vorgeholt. Das machen wir so. Die Schlittschuhe kommen da dran. Ja, ich habe noch irgendwo, also ich denke, ich habe noch eine Kiste, so ein Kistchen mit solchen Die-Cut-Zeug. Mit sowas habe ich irgendwo, aber ich weiß jetzt gerade im Moment nicht wo. Ich finde es gerade nicht wieder. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben so viel Zeug hier auf dem Tisch. Ich habe eh viel zu viel. Ich habe eh viel zu viel auf dem Tisch. So, das war die erste Seite. Ich zähle das dann so rüber mal. Ne? Dann wollen wir mal blättern, dass wir mal gucken. Also die Seite finde ich sehr, sehr schön. Das mit dem Engel, das finde ich auch so schön. Hier haben wir ganz viel Platz. Hier wäre schön, wenn wir da noch irgendwas finden könnten. Wartet mal, hier ist so eine Seite mit Gold. Das ist eh schon furchtbar genug, aber vielleicht können wir von den Zwiebels da was gebrauchen, was wir sonst nie... Was haben wir denn da für Arten? Sind die alle gleich? Ich will mal ein paar rausholen und gucken. Wartet mal. Die sind nicht alle gleich, auf keinen Fall. Vielleicht... Das sind kleine, große Swirls, kleine Swirls. Ich weiß es nicht. Wird das zu viel? Aber wir tun das schon mal rein. Dann haben wir da schon mal ein bisschen was weg. Das ist, finde ich, immer ziemlich schwierig, wenn man schöne Seiten hat, so wie diese mit der Poinzetta, also mit der... Weihnachtsstern, Christstern, so, irgendwie kommt das Wort noch, bei Gelegenheit, ja, irgendwann kommt. Und da ist schon so viel drauf und dann ist das auch noch sehr farbintensiv, dann finde ich das sehr schwierig zu gestalten manchmal, wenn ich nicht alles überdecken will mit irgendwelchen vielen Sachen, ne? Ja, also dieses Gold, diese Swirls sind überhaupt nicht meins. Aber ich hab's halt, ne? Ich hab's halt da, ne? Was soll ich machen, ne? Ich hab's halt. So, wir haben diesen schönen Weihnachtsmann hier. Ich glaube, den hatte ich so ein bisschen eingefärbt. Haben wir jetzt irgendwas, was wir noch dazugeben könnten hier? Wollen wir da mal schauen. Hier haben wir noch Kinder. Da haben wir noch Vögel, die sind süß. Vielleicht einen großen Baum. Das ist noch ein anderer Baum. Bäume habe ich nämlich auch einige. Das sind alles die gleichen ungefähr, habe ich das Gefühl. Ja, sind die gleichen. Okay, dann würde ich sagen, kommt da einfach noch ein Baum dazu. Gucken wir mal, wie es dann aussieht. Ja, ich filme immer noch im November. Ich glaube, heute ist, wenn ich das richtig weiß, der 22. Und das ist ja hier 22. Dezember, wenn ihr es seht. Es ist irgendwie so ein bisschen verquer und verwirrend, ne? Das muss ich zugeben. Wollen wir mal schauen, ob wir da mal so ein bisschen drauf rubbeln können. So eine kleine, so einen kleinen Zwiel. Mal eben gucken, wie... Moment, ich muss es mal eben auseinanderkriegen. Ah, okay. Wie kriege ich das jetzt hin am besten? Oh, ich muss noch mal niesen. Entschuldigung, oh, es ist wirklich arschkalt. Ich kann die Hände kaum bewegen, ganz ehrlich, ohne Mist, ohne Schied. Es ist so kalt. Ich hoffe, dass das... Sie macht das immer mit so einem kleinen Läppchen und sagt dann, hey, das habe ich schon. Hoffentlich hält es bei mir auch. Bis jetzt nicht.
bis jetzt nicht wirklich. Ich muss noch mal drüber gehen. Ja. Okay. Das ist nur so ein kleiner Richtwert. Ich glaube, ich hätte es abschneiden sollen, ich kleines Dumpfbackenmädchen hier. Okay. Ja. Auch wieder was gelernt. Learning by doing heißt das. Besser abschneiden. Okay. Habe ich mir jetzt gemerkt, schneide ich jetzt also ab demnächst. Okay. Wissen wir Bescheid. Alles gut. Ich hoffe, das hält. So ein bisschen unmotiviert, ich weiß, aber mir fiel jetzt einfach nichts anderes ein. Also hier haben wir jetzt so weihnachtliche Sachen. Vielleicht können wir dann von solchen hier so Beeren, die haben wir hier an der Seite auch. Vielleicht geben wir da einfach so ein paar Beeren mit dazwischen. Sowas, ne? Wir haben hier genug von dem Zeugs. Zwei würden reichen. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Wo habe ich es hier? Ja, und so arbeite ich mich jetzt so Stück für Stück da durch. Und dekoriere die Seiten, wo ich meine, wo noch was hinpasst. So habe ich das vor. Ups, ups, ups. Jetzt machen wir das so, weil wir hier den Vogel haben. Und wenn wir dann zwei große Sachen da an die Seite geben und haben in der Mitte nur so ein kleines Pupsteilchen, sieht das doof aus. Aber wenn wir das andersrum machen, sieht das gut aus. Besser. Gut will ich nicht sagen, aber besser auf jeden Fall. Ne? Besser. Mir läuft die Nase, es tut mir leid, aber es ist wie es ist. Ne? Es ist wie es ist. Können wir da vielleicht noch von den schönen Karten was mit rein? Hier, guck mal, sieh hier. Das können wir doch noch mit reinlegen. Das passt farblich wunderbar. Oder das hier würde auch passen, das Kind. Nein? Wir müssen hierbei bleiben. Dann passt es sehr, sehr gut. So. So arbeite ich mich jetzt so ein bisschen voran. Also hier tue ich mich ganz schwer, weil es ist so schön. Das ist so, so, so schön. Oh, wie schön ist Panama, kann man da nur sagen. Ah, nee, ist wirklich hübsch. Wisst ihr was? Das ist zu schön. Das lasse ich einfach so, wie es ist. Man kann auch alles überdekorieren. So, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Haben wir da jetzt irgendwas Kleines hier von diesen Aufklebern noch vielleicht? Ach, warte mal, hier diesen kleinen, der würde farblich gut aussehen, dieses kleine Päckchen. Oder diesen kleinen Briefumschlag. Da haben wir schon ein schönes Bild von dem Schwan. Dann würde ich fast sagen, dass ich das so lasse. Das ist sehr, sehr schön. Das ist klar, das lassen wir auch so. Ja, hier wissen wir nicht. Finden wir da noch irgendwas, was wir da hingeben können? Haben wir schon Nikolaus hingegeben? Ich glaube, das reicht mir hier auch. So, wollen wir gucken. Naja, hier haben wir noch Platz. Da können wir noch drauf schreiben. Dann würde ich hier diese Nikolausstange dahin, diese Zuckerstange dahin geben. Okay. Da haben wir ja auch schon ein bisschen dekoriert, da brauchen wir nicht mehr machen. Also hier könnten wir noch mal schauen. Da haben wir schon die Vögel. Ich glaube, ich hatte hier auch noch irgendwo Vögel. Finden wir die jetzt auf die Schnelle wieder? Warte mal. Gut, da habe ich zum Beispiel... Nee, das ist kein Vogel. Das ist ein Eichhörnchen. Eine kleine Maus. Ist auch so süß, gell? Wir könnten natürlich hier unten... Das ist aber unmotiviert, weil das ist ja im Wasser, ne? Das ist ja ein bisschen blöd. Da könnten wir zum Beispiel so einen silbernen Zwiel dran machen noch. Den habe ich auch noch hier. Schön ist es nicht, ne? Ich hatte vorhin hier kleine Vögel. Also das ist immer das Gleiche. Okay, ich muss mir mal eben die Nase putzen. Es tut mir sehr leid. Diese ganze Nieserei hier. Und diese ganze Kälte. Okay, stecke ich mal ein, das Taschentuch. Ich weiß nicht, ob ich hier was hinmachen muss, soll. Nö, nee, lassen wir es mal, gell? Lassen wir es mal. Und das Kleine legen wir mal wieder rein.
Ja, hier haben wir jetzt noch gar nicht viel. Da können wir noch freischalten und walten. Dann mache ich einfach den Cupcake oben dran. So, der bleibt ruhig ganz mal ausnahmsweise. Dann würde ich ganz gerne da eine Karte mit reinlegen. Wir hatten doch hier manches. Können wir hier so eine Karte mit reinlegen? Sag mal, das würde passen farblich. Lass uns mal gucken. Ich glaube, ich werde es doch knicken. Okay, dann machen wir das so, wie wir es immer gemacht haben. Okay, und dann kommen hier die Wichtelmänner mit rein. Das finde ich süß, ja. Das finde ich richtig süß. Okay, dann soll das genügen. Dann soll das genügen. Also hier ist noch sehr viel Platz. Also hier müssen wir uns tatsächlich jetzt, von irgendwas müssen wir uns jetzt trennen. Also wir haben einen wunderbaren Nikolaus hier. Und hier haben wir noch einen tollen. Guck mal hier. Ho, ho, ho. Sollen wir den noch dazu tun? Ja. Ich glaube, das tun wir. Ja, ich gehe jetzt so Stück für Stück durch und gucke, wo noch Platz ist. Wo vielleicht noch was hinpasst. Ich finde das sehr, sehr schön mit diesen alten. Diese alten Sachen mache ich gerne leiden. Nochmal ein bisschen andrücken. Ist es zu kahl? Ach nee, es geht. Es geht, es geht. Hier haben wir schon was drin. Hier ist das Buch. Hier haben wir auch was drin. Aber hier wollte ich auf jeden Fall, hier sind auch schon Bubbles hingekommen. Sehe ich gerade an die Zweige. Aber hier würde ich ganz gerne mit, in dem Fall mal, damit wir mal eine andere Farbe ins Spiel bekommen, mal mit Grün arbeiten. Warte mal, ob das klappt, ich hoffe. Wir schneiden uns ein Stück raus. Also habe ich jetzt gelernt, man muss es besser schneiden. Oh, ist zu lang. Ist etwas zu lang. Okay, ist nicht so schlimm. Weiß nicht, also erstmal so ein bisschen mit dem Fingernagel drüber gehen. Wenn sie das vorgeführt hat, die La Blanche, dann ging das immer rucki zucki mit so einem kleinen Tuch. Aber die stehen natürlich auch unter so Scheinwerfer, ne? Das darf man nicht vergessen. Und es ist sehr, sehr warm. Und hier ist es sehr, sehr kalt. Aber es klappt trotzdem. Einigermaßen. Da nicht ganz. Versuchen wir noch mal etwas ja, guck mal. Ja, jetzt könnte man die Hüllen auch noch wieder aufheben, aber das tun wir jetzt nicht. Das tun wir jetzt nicht. Also hier ist diese wunderschöne Seite reingekommen und da habe ich doch noch ein, könnt ihr mir bitte sagen, wo das Reh hingekommen ist, bitteschön. Ich hatte doch gerade so, warte, ich sehe es, hier. Hier. Und zwar habe ich diese, das ist aus einem Buch, aus einem Büchlein und da gebe ich diese Karte mit rein. So mache ich das jetzt. So, jetzt müssen wir eben überlegen, dass wir es ein bisschen sinnvoll machen, dass wir da auch was, so sehen wir gar nichts davon. Dann müssen wir das nach unten geben, dann geben wir das so nach unten. Etwas nach oben, dann haben wir da noch, oder? Wir machen es so. Es geht auch nicht gut. Okay, man muss es sich rausholen, um sich es anzuschauen. Ne? Das ist halt so. Hier haben wir noch einen Weihnachtsbaum. Das soll für hier genügen, denke ich mal. Wir haben hier vieles drin. Und da hatte ich doch so ein weißes Mäuschen gerade. Wo ist das hingeraten? Da, guckt mal. Das klebe ich jetzt hier dazu. Dieses kleine weiße Mäuschen ist es nicht. Was ist denn das? Ein weißes Eichhörnchen gibt es eigentlich auch nicht. Ein Iltis? Ein Iltis vielleicht. Okay. Uppalalala. Wollen wir mal schauen, wo wir den noch mit hin. Den kleben wir hier einfach mit auf. Guck mal. Bisschen viel Kleber.
gut. Das ist auch so eine bisschen schwierige Geschichte hier. Bisschen schwierige Geschichte. Was könnten wir denn da noch mit hingeben? Gold? Bisschen Gold? So eine kleine Ecke Gold vielleicht? Also ich schneide jetzt mal Gold aus und werde mal schauen, ob ich es irgendwie vielleicht unten so eine kleine Kante. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche das mal einfach. Bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ja, das könnte wohl gehen. Wollen wir schauen. Und oben auf die Ecke kommt auch ein bisschen. Vielleicht fällt mir noch hier irgendwas ein. Und mal gucken, ob ich es hoch... Na, da geht es noch nicht hoch. Warte, gleich haben wir es. Ein bisschen fummelig. Nee, ist noch nicht. Ist noch nicht. Versuchen wir es mal auf der anderen Seite. Ja. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Das gefällt mir. Jetzt machen wir hier oben auch noch Gold hin. Einfach damit wir noch ein bisschen was haben. Also die Folien, die finde ich gar nicht so schlecht. Und die lassen sich auch wirklich ganz gut abziehen. Im Gegensatz zu vielen anderen Doppelbilder oder sonst andere Abziehgeschichten. Also diese gehen eigentlich ganz gut. Kurze Fingernägel, okay? Muss ich noch mal einmal so richtig drüber. Sehe schon. Oh oh, da ist noch was dran. Oh oh. Ui, schön, oder? Schön. Haben wir denn hier irgendwas, was wir hier noch mit hingeben können? Hier so. Ach, wisst ihr, hier habe ich so viele Schildchen. Vielleicht können wir von den Schildchen was. Leise rieselt der Schnee, haben wir hier zum Beispiel. Dann haben wir hier. Schöne Bescherung, fröhliche Weihnachten. Vielleicht finde ich noch was. Weihnachtsgrüße. Okay. Weihnachtsgrüße wieder nochmal. Oh je, Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Besinnliche Weihnachten, das war auch schön. And ich lasse Merry Christmas. And bedauere das, dass ich nicht mehr die Carols vom The Kinks sehen kann. Das habe ich so gerne gesehen. Das war so eine kleine Tradition bei uns Weihnachten immer. Machen wir so. So habe ich mir das jetzt gerade überlegt. Ich glaube, wir lassen das. Das ist ganz schön. Hier hätten wir viel, viel Platz noch. Viel, 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 viel Platz. Es ist auch schon relativ niedlich hier. Also da ist schon einiges drauf. Es ist jetzt die Frage, muss da mit Gewalt noch was drauf? Eigentlich im Moment nicht. Und hier, ach ja, das ist dieses Papier wieder. Da macht man nichts drauf machen. Das ist einfach schon so viel. Wenn die diesen Rand nicht gemacht hätten, wäre alles gut, ne? Dann wäre alles gut. Aber die haben leider den Rand gemacht und das war der Fehler. Ich gebe zu, das Papier ist ein Fehlkauf. Absolut, ja, gebe ich zu. Ich muss das einfach zugeben, es ist ein Fehlkauf und es ist einfach nicht so schön. Es ist nicht so schön, wie man sich das vielleicht vorgestellt hätte. So wollen wir das mal ausdrücken, gell? Was auch ein Fehlkauf war, das kann ich euch auch gern sagen. Wartet mal. Das ist das, was ich hier vorne verwendet habe. Dieses Papier. Seht ihr das? Dieses hier. Ne? Dass das einseitig war, war nicht das Problem. Das Problem, wir brauchen hier eine Karte oder irgendwas. Das Problem ist, dass es einfach viel zu dick ist. Viel, viel zu dick. Guck mal, hier haben wir das mit den Vögeln. Und hier haben wir eine wunderbare Vogelkarte. Und eine wunderbare mit zum. Die können wir beide reintun. So abwechselnd, so. Okay, vielleicht fällt mir noch was Besseres ein.
Moment, ich habe hier auch noch was Schönes. Moment. Wo ist der andere Packen? Oh, jetzt sind die anderen Packen, die muss ich so nochmal durchgehen durch alles. Die anderen Packen sehe ich jetzt gerade nicht. Ja, das ist dann mein Geburtstag, was soll ich sagen. Da habe ich dann diese blöden Cupcakes aufgeklebt, weil die esse ich sowieso nicht. Aber warum ich die da aufgeklebt habe, weiß ich nicht. Habe ich getan. Ich habe es getan, aber ich weiß nicht, warum. Haben wir denn noch? Ich habe zum Beispiel noch eine Kiste, wo ich jetzt die sehe, mit gelaserten Hirschen. Aber die sind überhaupt nirgendwo hier zu sehen, ne, oder? Guck mal, hier könnten wir noch so einen Tannenbaum dazwischen tun. Haben wir noch einen kleinen? Gucken wir mal. Die Kleinen schon alle verbraucht wahrscheinlich, ne? Die sind schon alle. Hier haben wir noch Vögelchen. Da habe ich sie jetzt, die Vögelchen, die ich gesucht habe. Ich suche einen kleinen Tannenbaum. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, ich weiß. Alle anderen Leute haben sich so tolle Sachen gemacht. Da haben die alle so toll eingeräumt. Ja, 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 ich weiß. Ich will das nicht haben. Nein, ich möchte es nicht. Ich möchte es einfach nicht. Ich möchte lieber meine Kistenwirtschaft beibehalten, weil ich habe so viele schöne Kisten. Aber kleine Bäume habe ich nicht mehr in dieser Kiste drin. Das ist leider. Mensch, ich muss die wiederfinden. Das gibt's nicht, ne? Das gibt es einfach nicht. Also ich habe. Da ist noch ein großer Baum. Scheint es gewesen zu sein. Dumm, dumm, dumm. Da haben wir noch so ein Dings. Na gut, dann klebe ich wenigstens noch den einen Baum dazu, auch wenn schon mein Geburtstag so blöd sein wird. Ja. Naja, 65. Erstmal hätte man nie als junger Mensch geglaubt, dass man jemals 65 wird. Und es war auch eigentlich, wenn man ganz offen und ehrlich ist, als man jung war, nicht erstrebenswert, dass man gedacht hat, also ich muss unbedingt 65 werden mit Gewalt. Ja, ich. Ich lasse die Seite so, das wird nicht besser dadurch, ne? Ja, hier ist so viel schon drauf, da könnte man höchstens noch mit, nee, oder? Mit ein bisschen Gold vielleicht noch. So ein ganz klein bisschen, aber es wird mir dann auch schon schnell zu viel, ne, oder? Mal gucken. Mal so abschneiden hier. Wie viel brauche ich denn da? Oh, das ist schon genug. Ja, 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 das ist schon genug. Ja, ich muss mich jetzt gleich irgendwann noch auf den Weg machen. Ich brauche die Herztabletten von der Mia wieder. Die sind alle. Und da muss ich zugeben, die hätte ich auch schon letzten Monat holen können. Aber da habe ich irgendwie gar nicht geschaltet. Ich weiß es nicht, war zu dumm oder so, ne? Die haben doch jetzt schon wieder eine Erhöhung gemacht bei den Tierärzten und 30-40%. Hoffentlich betrifft das nicht auch die Medizin. Also dann komme ich endgültig langsam an meine Grenze. Ja, wir werden sehen. Ich hoffe nicht. Ja, Mia kostet im Monat jetzt seit langer Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich müsste es mal nochmal nachschauen. Aber ich glaube, bestimmt schon 2 Jahre, ne? Oder vielleicht sogar noch länger. Jeden Monat 50 Euro. Ja, jeden Monat. Das sind nur die Herztabletten für sie. Und da habe ich schon damals gesagt, das werde ich nicht schaffen auf die Dauer. Und tja, ich glaube, wenn das jetzt noch eine Erhöhung gibt, dann werde ich sagen, wissen Sie was, schläfern Sie den Hund irgendwann ein, wenn es nicht mehr geht. Stellt euch das vor, aber ich kann das ja nicht bezahlen. Ich kann das wahrscheinlich auf die Dauer nicht mehr bezahlen. Ja. Dann ist das so. Nee, das sieht nicht so gut aus, wie ich dachte. Aber hier könnte ich noch irgendwas draufkleben. Da habe ich so viele von diesen kleinen Poinsettia. Guck mal, hier habe ich zum Beispiel eine. Die ist doch ganz hübsch. Können wir die noch mit draufkleben? Ja, das machen wir. Das ist ganz schön. Ja, ich klebe jetzt noch munter weiter. Ihr seht, bin noch lange nicht fertig. Lange, lange nicht fertig.
Aber ich habe ja auch noch einige Zeit hier frei und vor mir. Und sage für heute Tschüss. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt keine Sorgen, ihr habt keine Nöte. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Alles Liebe. Bis morgen, sage ich. Passt auf euch auf.